Etwas versteckt im Südschwarzwald liegt der Flecken Buchenberg bei Königsfeld. Trotzdem pilgern Feinschmecker schon lange hierher. Sie lockt das Kaffee und Restaurant ab. Zum Kaffee lassen sich die Gäste von den Kuchen und Torten des Seniors Ernst Rapp verführen. In der Kuchentheke stehen handgefertigte Versuchungen nach Omas Rezepten. In der Küche wird das traditionelle Genusshandwerk fortgeführt. Auch dieser edle Lachs fand den Weg in den Schwarzwald zu Südlandkoch Alexander Rapp. Alex, was ist das jetzt für ein Fisch, wenn du da hast? Das ist irischer Biolachs. Und was machst du mit dem? Den tun wir jetzt filieren, in die Gräte, dementsprechend zuschneiden und dann nur räuchern. Machst du das selber? Ja, à la minute, heiß geräuchert, vom Räucherofen auf den Teller ins Restaurant. Mit einem Sägemesser zerlegt er den fast einen Meter großen Fisch. Was machst du zuerst? Als erstes jetzt die Filets runterschneiden. Schön nach hinten durchziehen, immer schön auf der Mittelgräte bleiben, damit man auch nichts verschenkt. Und dann haben wir schon das Filet. Sehr schön. Jetzt einmal sehen, dass es ein besonders schöner Fisch ist. Man sieht direkt an der Festigkeit, klare Augen, schöne Zähne, schön ausgebildete Schwanzflosse, dass es Topware ist. Das sieht sehr gut aus. Keine Verletzungsstelle. Auch Fische kriegen Verletzungen. Machen wir schnell die andere Seite runter. Spiel auf der anderen Seite. Auch schön auf der linken Seite bleiben wir immer. Die Kunst ist, das Messer direkt an dem Rückgrat entlang zu führen. Dazu braucht es Übung und Kraft. Und da haben wir die zweite Seite. Alexander Rapp hat Achtung vor dem Tier. Er kauft Fische nur aus nachhaltigem Fang oder Zucht. So, dann nehmen wir die Grätenzange und ziehen von vorne weg nach hinten die Gräten immer raus. Es ist eine gewissenhafte Puzzlearbeit. Kein Gast will in seinem Filet auch nur eine Gräte finden. Erwischst du so alle Gräten? Klar. Und selbst wenn ich sie nicht alle erwischen würde, würde ich es merken beim Tranchieren. Muss auch schneiden, ne? Wenn noch eine drin ist. Weil die doch relativ dick sind und. So. Jetzt greift Rapp zum Fischmesser. Das muss richtig scharf sein. Genau. So, dann schneiden wir die Haut weg. Hier mit dem Messer. Und wir waagrecht auf die Haut. Muss man gucken, dass das Messer nicht zu hoch oder zu tief knochen lässt. Ein bisschen Nacharbeit muss man immer noch. Zack. Dann sieht man hier, die Fettschicht und so, das ist weg. Das ist okay. Und ein bisschen Fettsaum in der Mitte. Und das hier ein bisschen gerade. Und dann machen wir sogar den mittleren Fettsaum auch noch raus. So, jetzt nehmen wir unser Räucherfännle, machen die Buchenspäne auf so eine kleine Pfanne. Und schieben das hier oben in den Räucherofen. Wie viel Ölmarinade? Pinseln unser Blech rein, wo wir nachher räuchern. So, das rein. Dann tranchieren wir unseren Lachs auf. Ich schneide das vorne mal ein Stück weg. Nur das Mittelstück. Und das kurz von beiden Seiten würzen. Mit dem Geheimsalz. Genau. Und ganz viele Gewürze drin, was früher die Apotheke gemacht hat. Heute sagen wir schon was selber. Und pinseln den nochmal schön ein und so kommt der in den Räucherofen. Der Rauch der Buchenspäne quillt schon aus dem Räucherofen. Bei 120 Grad wird das Filet jetzt 5 Minuten garen. Und hier der Wecker. Und los geht's. Wie lange? 5 Minuten. In dieser Zeit macht der Küchenchef die Beilagen fertig. So, und jetzt geht's los. Jawohl, jetzt sind die 5 Minuten um. Holen wir den Lachs wieder raus. Auf 5 Minuten im Rauch.
perfekt gegart. So, und dann richten wir an. Hier ein bisschen drunter. Setzen wir auf unsere Linse. Und machen noch ein bisschen von der Gemüse-Meerrettich-Vinaigrette dazu. Mit Meerrettich bringt nochmal schön Schärfe und Frische. Dann haben wir die Säure von der Limette mit der Linse. Und das machst du immer à la minute, wenn jemand bestellt, ist genau dieses Schauspiel. Immer à la minute. Zweimal im Jahr. Einmal zum Spargel und im Herbst zu den Linsen. Fischgerichte zählen heute zur Krönung jeder Gourmetkarte. Wer dieses Lachsfilet genießt, hört den Atlantik rauschen. Im Restaurant Rapp, im kleinen Ort Buchenberg, mitten im Schwarzwald.